Servus Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 1 Legendary Edition auf Veteran. Ja, das mit dem Handy war doch nicht so wichtig, wie ich dachte. Von daher, naja, aber wenn es so oft hintereinander bimmelt, dann muss man doch mal nachgucken. Egal, wir waren bei Tali stehen geblieben und wir haben mit ihr über ihr Heimweh gesprochen. Aber Sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Das stimmt. Gut, das haben wir schon gemacht beim letzten Mal, diese allgemeinen Dinge zu bequatschen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Mit dem Chief Engineer müssen wir nicht unbedingt quatschen. Können wir auch mal machen zwischendurch, wenn ihr das wollt. Ja, aber ich laber viel lieber mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Jo. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Sie kannten Saren bereits? Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. In Ordnung. Ich möchte mehr darüber erfahren. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Also hat Saren sie rekrutiert? Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar Extra-Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was hat er dort gemacht? Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Fracht? Was für eine Fracht war dort an Bord? Was hatte Saren dort gesucht? Keine Ahnung. An Bord habe ich nur Nahrungsmittel und Medizin gesehen. Es gab auch ein paar einfache Waffen, aber nichts Besonderes. Wenn auf diesem Schiff etwas Wertvolles gewesen ist, habe ich es nicht gesehen. Darum habe ich die Sache auch nicht vorher erwähnt. Okay, und das Schiff? Wem gehörte das Schiff? Es war ein Volus-Frachter, und zwar ein großer, mit vielen Wachen. Aber gegen uns hatten sie keine Chance. Das ist alles? Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Russle Schunk. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus? Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Ja, und? Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Und die Infektion? Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Was? Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Verstehe. Bis dann, Rex. Shepard. Gut, es gibt Erfahrung und ein bisschen Codex. Jetzt haben wir noch die gute Ashley. Commander? Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Sicher.
Ich hatte gehofft, Sie hätten kurz Zeit für mich. Nur unter uns. Natürlich. Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Weil Sie nicht der Allianz angehören? Sie mögen zwar nicht der Allianz dienen, Chief, aber Sie sind Verbündete. Zumindest soweit es Saren betrifft. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit sie ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie trauen Aliens wohl nicht. Sie trauen den Verbündeten der Allianz nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man die Ratsvölker Verbündete nennen kann. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Aber wir brauchen Verbündete, gerade hier draußen im All, wo wir uns nicht wirklich auskennen, Ashley. Denn die Menschheit ist da noch neu, die anderen nicht. Dass man seinen Mann stehen kann, heißt noch lange nicht, dass man es allein tun muss. Ich denke, wir sollten mögliche Verbündete nicht abweisen. Ich denke, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie auch Verbündete bleiben. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Wie zynisch. Sie haben eine sehr pessimistische Sicht des Universums, Williams. Ein Pessimist ist, was ein Optimist einen Realisten nennt. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Warum denken Sie das? Übrigens, Ashley ist mir gerade extrem unsympathisch geworden. Warum sollte ich meinen Hund auf einen Bären hetzen, nur um selber zu entkommen? Das ist irgendwie... Das ist assi. Der Hund ist doch nicht weniger wert als ich. Nur weil er ein Hund ist. Also, wow. Habe ich all die Jahre doch einen Fehler gemacht, den ich Kai dann immer hab sterben lassen? Ich komme gerade ins Grübeln. Sie scheinen da eine feste Überzeugung zu haben, Williams. Wie kommt das? Meine Familie verteidigt die Allianz schon seit ihrer Gründung. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Ihr Militärfamilie, Mann. Ich habe meine Familie nie kennengelernt. Ich wuchs als Waise auf der Erde auf. Sollte ich von irgendjemandem aus Ihrer Familie schon mal gehört haben? Ich glaube nicht, Commander. Und warum sind Sie hier draußen? Wollten Sie einfach nur von der Erde weg? Ich wollte den... Wegen der ganzen Action. Ich wollte den Weltraum sehen. Nein, die Zukunft der Menschheit liegt hier draußen. Es gibt noch so vieles, das wir noch nicht gesehen haben. Ja, ich erinnere mich noch an meine erste Feldübung auf Titan. Als wir da landeten, dachte ich... Ich bin die erste Person, die je hier gestanden hat. Dann trat mir mein Ausbilder in den Arsch. Ich landete mit dem Gesicht voraus im Schlamm. Er verbrachte die nächsten 5 Minuten damit, mich als Schwindler zu beschimpfen. Schwindler? Jetzt sagen Sie nicht, Sie hatten Gunny Allison. Er ist der Einzige, der dieses Wort überhaupt verwendet. Oh Gott. Waren Sie etwa auch im Makapa-Trainingscamp? Ja, Gunny Allison macht da immer noch Rekruten zur Schnecke. Er tritt sie in den Arsch und nutzt Worte wie verleitet und verzagt. Dann reden wir erstmal über Ihren Dienst. Das klingt nicht, als hätten Sie schon mal mit Aliens zusammengearbeitet. Nein, Ma'am. Ich war meist am Boden stationiert. Gehörte zur Garnisonstruppe. Ich war mal für eine Zusatzausbildung auf einer Raumstation. Jeder Marine ein Schütze. Und jeder Schütze auch in Schwerelosigkeit effektiv. Sie haben was Besseres verdient. Hat sie das? Nach allen Aussagen eben. Wir bleiben mal freundlich. Das ist seltsam. Ihre Akte ist makellos. Und ihre Technikkenntnisse sind überragend. Sie sollten bei der Flotte dienen. Das ist jedenfalls der Grund, warum ich kaum mit Aliens gedient habe, Sir. Ich verstehe Ihre Gefühle. Nein, tue ich nicht. Seien Sie doch einfach still. Ja, besser zusammenarbeiten. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring,
frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Danke. Es wird wohl nicht erforderlich sein, dass Sie Turianer küssen. Man weiß nie, Commander. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Ja, aber ich glaube ihr. Ich glaube, dass sie ehrlich zu uns gewesen ist. Zumindest denke ich nicht, dass sie sehr oft lügt. Ja, darin ist sie wahrscheinlich ziemlich schlecht. Hey, soll ich sie nach ihrem Sexualleben fragen? Das könnte interessant werden. Sei sie nicht so gemein. Ich denke nicht, dass sie Sticheleien gewöhnt ist, selbst wenn sie nicht böse gemeint sind. Das ist ja langweilig. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Das stimmt. Auf Wiedersehen. Wegtreten, Chief. Ma'am? Immer noch witzig, dass sie bei dem Satz, wie schlagen wir uns, Ashley duzt, aber ansonsten immer beim Sie bleibt. Gut. Dann machen wir uns mal weiter hier, nicht? Ja. Unsere nächsten Ziele. Was machen wir jetzt am schlauesten? Ich guck gleich mal in unser tolles kleines Tagebuch da. Ruf da. Muss an mein Kampfinformationszentrum. Meine Galaxiekarte. Mit dem Jockel reden wir jetzt nicht. Tagebuch. Wir haben Noveria und Pharos als Hauptmission. Und wir haben, glaube ich, noch ein paar Aufträge, ne? Die VI außer Kontrolle. Eine außer Kontrolle geratene VI hat ein Testgelände der Allianz auf der Rückseite des Erdenmondes übernommen. Die Kommandantur der Allianz hat ihnen den Befehl gegeben, die VI zu eliminieren. Alles klar. Wir haben noch die Konsortin. Ich bitte mit General Septimus zu sprechen. Sie ist besorgt, dass dieser frühere Kunde von ihr falsche Anschuldigungen äußert und ihren Ruf beschädigt. Hä? Waren wir nicht schon bei ihr und haben das geklärt, nachdem wir mit dem Septimus gesprochen haben? Oder haben wir nur in der Botschaft? Anscheinend, ja. Feindliche Übernahme, was war das? Gangsterbosse eliminieren. Die beiden Gangsterbosse finden sich im Han-System des Gemini-Sigma-Clusters und im Dis-System des Hades-Gamma-Clusters. Anatheos-System im Hades-Gamma-Cluster und dann vermisst ein Forscherteam zu suchen. Piraten, Strenus, oh, wir müssen echt mal eine Folge machen, wir den ganzen Quatsch hier machen. Und der Fan will auch wieder was von uns. Ungewöhnliches Signali. In das Hydra-System des Argos-Rohklasse, also nur suchen. Also wir haben ein bisschen was zu tun. Und noch vermisste Marines zu finden, im Sparta-System, Artemis-Tau-Cluster. Junge, 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 ich würde aber fast behaupten, wir machen erst einmal jetzt die VI. Das ist ja was, was wir über Zeit machen müssen. Das werden wir nicht voll kriegen. Und Noveria und Pharos, so die Hauptstory, machen wir dann danach irgendwann. Wir haben Punkte zum Verteilen. Ich weiß gar nicht für was. Machen wir in die Kampfpanzerung noch einen rein und einen in Erste Hilfe. Passt. Eieieiei. So viel zu tönen. Wups. Artemis Tau. Achso, hier ist ja irgendwas gewesen, ne? Athens, Mazedon, Sparta. Wenn wir eh gerade lesen, können wir ja auch hinfliegen, nicht wahr? Da war ja eine Nebenquest. Im Sparta-System Artemis Tau. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nasana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Okay. So. Den könnten wir erkunden. Das ist also ein Erkundungsbild für Rohstoffe, die wir nicht brauchen. Das ist ebenso. Man muss ja landen dabei. Commander, spielen, ne? Ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Genau das. Edolos, hier sind wir also richtig. Ja, die ganzen Erkundungen mache ich nicht, weil... anstrengend. So, ich würde sagen, wir nehmen... Wie war das nochmal? X, ne? G.
Garrus und Leara mit. Wobei, nein, wir brauchen vielleicht Tali wegen der Tech-Stärke. Ja, stimmt schon. Ich bin keiner, der wirklich Biotik mitnimmt. Auswahl bestätigen. Ich bin vor allem jemand, der Biotik einsetzt. In Mass Effect 3 habe ich das ein paar Mal gemacht, ja. Ich baller mehr drauf. So. Wir brauchen die Gründungsmedaille 3. Landen sie auf 8 unerforschten Welten? Ja. Hier haben wir einen Rohstoff. Brauchen wir nicht. Das ist wie so Trümmer. Wir können ja mal dahin fahren. Dann haben wir hier eine Anomalie und ein Notsignal. Alles klar. Wir fahren uns also erstmal nach. Na klar, in die Berge. Ich fahre auch immer erstmal dahin, wo es anstrengend wird, hinzukommen. Oh wow, Windows reagiert auch mal auf mein Achievement, das ich freigeschaltet habe. Witzig. Hoffentlich kann ich Trümmer untersuchen. Mein Tali müsste ja eigentlich weit genug sein. Da hinten ist auch was, ich kenne das, etwas Weißes. Das heißt, da sind Rohstoffe, die kein Mensch braucht. Im ganzen Spiel wirst du niemals diese Rohstoffe brauchen, die du hier findest. Stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Für die Upgrades kann man die gebrauchen, ja. Aber ich finde, das Upgrade-System kann man hier auch ganz gut vernachlässigen. Muss nicht unbedingt sein. Aber wenn wir es gerade mal sehen, können wir es auch mitnehmen. So. Udo. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein Lithiumvorkommen entdeckt. Na gut. Ist die Bereichskarte aktualisiert. Es ist nämlich hier das Lithiumvorkommen zu sehen. Gut, dann haben wir auch das Zielort vor uns, da drüben. Oh, absa. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Nebenquests, die wir noch haben, auch wirklich mache. Wir haben noch den DLC zu spielen. Und natürlich in der Hauptstory weiterzumachen. Und Upsala. Aber ich würde trotzdem gerne so viel mitnehmen wie möglich. So, hallo. Wo ist denn hier der Undock-Punkt? Wo kann ich denn hier? Da. Starte manuelles Kurzschließen. Eine Stufe 9. Ja, dann mach hier mal. Ja. Ja. Und ja. So. Man kann nie genug Universalgel haben. Man braucht das immer mal. So, dann nächster Punkt, würde ich sagen. Die Anomalie. Was können wir mit Squad noch machen? Oh, du hast noch ein paar Punkte. Dann mach mal hier bei dir noch Dechiffrierung und dann zweimal Dämpfung. Ja, passt. Und die gute Tari, was kannst du noch kriegen? Einmal Erste Hilfe und einmal Elektronik. Nehmen wir mal Hacken. Da. Passt, sitzt, wackelt, hat Luft. Ah, Norveria wird lustig, wenn wir da mal endlich hinkommen. Ist ja... Wisst ihr, das Witzige ist, Noveria und Ferrus sind die einzigen beiden Planeten, bevor es dann zum Finale geht. Also, ja. Wenn wir es drauf anlegen würden, könnten wir wahrscheinlich in einer Aufnahmesession von 3, maximal 4 Stunden das Spiel durchhaben. Aber dann würden wir fast gar keine Nebenquests mehr machen. Das finde ich auch ein bisschen lame dann. Im Grunde genommen... die Nebenquests nicht weiter wichtig. Batz. Voll auf der Leiche erstmal gelandet. Aber sie sind trotzdem nett zum Mitnehmen. Mal sehen. Ja, Salarianer. Artefakte bergen. Artefakt gefunden. ID-Tag. Sie haben Captain Mylons ID-Tag gefunden. Wie es hierher kam, bleibt ein Rätsel. Ja, ja. Sie gehen vor, ich folge Ihnen.
In mein Auto einsteigen, danke. Mein Auto. So, Nötsignal. Wenn man den Planeten übrigens zu 100% erkundet hat, ne, dann kann man auch nicht mehr drauf landen. Also diese Erkundungswelten, da geht es halt, wie gesagt, vornehmlich darum, Rohstoffe zu finden, Anomalien zu untersuchen, um so die ganzen ID-Tags und turianische Dingsbums-Symbole und alles zu finden. Also für die 100%-Jäger ist es auf jeden Fall... Hat man gut was zu tun, wenn es auch nicht sehr spannend ist, wenn man eben im Auto rumfährt und halt ja ganz kurz bei solchen Dingern da stehen bleibt. Also Mass Effect 1 100% zu spielen, finde ich sehr anstrengend tatsächlich. 2 und 3 gerne, aber 1, uff. Es ist einfach nur mühselig. Oh. Ist das der Planet? Das ist die vermisste Dings da von dem einen Admiral, das Citadel. Wir werden gleich einen Dreschlund bekämpfen dürfen. Das wird lustig, Leute. Erinnert euch noch an den letzten Dreschlundkampf? Ja, das hat nicht ganz so gut funktioniert, wie es das sollte. Das war ziemlich Käse, was da gelaufen ist. Aber das läuft ganz gut aktuell. Das läuft ganz gut. Kriegst mich nicht. Vergiss es, Kollege. Besiegt! So. Das lief jetzt doch erstaunlich gut. Okay. Gucken wir mal, was hier los ist. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Ja, das war eine Falle. Eiskalt. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokus Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Vor allem, die haben ein richtig fettes Geschütz da oben drauf und schaffen es nicht, den zu besiegen. Ja, Was muss man hier eigentlich machen? Nichts, wir müssen hier eigentlich einfach nur sagen, dass diese Leute tot sind. Weil ich würde das Signal gerne abschalten. Das funktioniert nicht. Dann eben nicht, dann gehen wir wieder. Und wir haben sonst nichts mehr einzusammeln. Ja, gut, dann hauen wir ab, nicht? Haben wir den Planeten hier auch gelöst. Wobei, da drüben ist eigentlich noch so ein Punkt, ne? Also das zeigt der mir hier schon als Punkt an. Und ich kann hier nicht wirklich was machen. Ich kann noch weiter draufholzen. Ihr merkt ja selber, das bringt nicht viel. Wir können auch nirgendwo hier draufklicken, um was zu tun. Eben nicht. Können wir damit vielleicht draufhauen und das kaputt machen? Ich meine, das Signal müsste man eigentlich irgendwie ausschalten können, aber... Erzähl's als abgeschlossen, da ist mir wurscht. Hauen wir ab. Zurück zur Normandy, jawohl. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal das Citadel und machen da so ein bisschen Stress, nicht wahr? Jetzt, wenn wir das hier haben. Sparta-System. Wir haben noch was, warte mal ganz kurz, wir haben noch was gehabt im Hades Nexus Cluster, ne? Falsch. Da. Wir haben noch was im Hades Nexus Kampfzeichen untersuchen. Uff. Asana treffen. Insignien.
Das fallen die Übernahme. Hades im Dis-System des Hades Gamma Clusters. Okay. Das Dis-System. Lass mal gucken, wo das ist. Dis. Also, was ist das Sparta-System? Sparta, Mazedon, Kosos, Athens, wo ist denn Dis? Ah ne, Hades Nexus, nicht Artemis Tau. Warte, haben wir nicht auch noch was in Artemis Tau? Nicht doof? Gut, brauchst du nicht zu beantworten, aber. Was ist das Forschungsteam? Hades Gamma Cluster. Geben sich in das auch wieder Hades Gamma, das ist nicht so, wo wir hier sind, ne? In den Pferdekopfnebel, vermisste Marines. Mit Kohaku sprechen. Aber haben wir nicht noch was anderes in Artemis Tau gehabt? Nee, Hydra-System. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann hauen wir jetzt ab und fliegen zur Citadel. Ah, das Gamma. Das müsste hier sein. Genau. Ja, fliegen wir erstmal zurück, oder? Haben wir hier auch ein bisschen was zu klären, das passt schon. Dann kümmern wir uns, denke ich, noch um alles im Hades Gamma Cluster und arbeiten so ein paar Nebenquests durch, bevor wir dann nach Noveria aufbrechen, das wir auch unbedingt machen müssen. Seine Lenden. Auf der Zitadelle landen. Ihr merkt schon, es kommt so ein bisschen die Arbeit ins Spiel. Das Nebenquests machen. So. Leute, ich bin mal von Port, ne? Ihr kommt ja schon klar, nicht? Jockel! Du hast nicht das Kommando, aber irgendwer wird es schon haben. Tschüss! Und begleiten werden mich diesmal Yara und... Ach komm, Garrus. Ja. Also wir müssen die Yara ja auch noch leveln. erstmal, wie immer, bam, 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 so. Dann erst die Hilfe noch so ein bisschen. Zack, 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 zack. So, Elektronik. Zack, 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 zack. Barriere. Dann Stase. Kommst du noch ein bisschen. Warp. Singularität. Werfen. Und heben. Ansonsten packen wir dich noch in... Deine Singularität, ich mag die Singularität nämlich. Dann gebe es noch ein. Hier. Ja, Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Weil? Executive Officer Presley hat das Kommando. Elvis hat das Kommando, passt schon. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Commander Shepard, SSV Normandy. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Ich habe das Kommando über die 63. Speerflotte hier. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Sehen Sie es als eine Chance? Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Sie ist nicht... Beleidigen Sie nicht mein Schiff. Nein, wir bleiben diplomatisch. Sie ist nicht überladen. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können.
Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Nur zu. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Unangenehmer Zeitgenosse. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Tut mir leid. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Das ist ein turianisches Design. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Es ist durchaus nützlich, wenn man seinen Gegner zum Beispiel einfach nur beobachten möchte, ohne dass dieser weiß, dass man selber da ist. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft Ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über Ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Es sind Verbündete. Also warum nicht? Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Wir müssen Brücken bauen. Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Es ist Ihr Job, gut auszusehen, Commander. Die Allianzflotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Normandy keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen. Und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Mann. Wie sieht eigentlich unser Vorbild-Tree aus? Könnte ein bisschen besser sein, ne? Aber wir kommen ja bald nach Noveria und da gibt's dann eine Möglichkeit, sagen wir mal, einen Exploit, wenn man das sehr, sehr gut auffüllen kann. Ja. Von daher freut euch drauf. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, genau. Ich weiß wieder, wo ich hin wollte. Allianzvertreter berichten, dass die Geth-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei die Geth schwere Verluste hinnehmen mussten. Um zukünftige Geth-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz, in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrechtzuerhalten. Das heißt immer noch Geth und nicht Geth. Oh, also manche Sachen in der deutschen Synchro in Mass Effect 1 sind echt... Naja, egal. So, wir wollten jetzt Ja, guten Tag, hallo. Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Klar, wenn es ordentliche Fragen sind, gerne. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein?
Das ist ein Job jeder andere. Nein, ich fühle mich geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Nö, eigentlich nicht. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft. Und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, die Turianer haben beim Bau geholfen. Es ist also ein Mensch-Turianer-Schiff, nicht bloß ein menschliches Schiff. Eigentlich wurde die Normandie von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandie, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Die Crew gehört zur Allianz. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando. Und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Das ist eigentlich streng vertraulich. Interviews beendet, würde ich sagen. Aber never checked. Nein, das Interview ist beendet. Weil. Ach, was soll's. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Mann. Reporter, oder? Ja, oder? Aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne noch oben und ein Abo da. Ich werde jetzt hier für heute mal Schluss machen, was Aufnehmen angeht. Es waren jetzt dann 3 Folgen in der Session. Das reicht genau gerade so für das Wochenende. Ja, nicht ganz. Es müsste eigentlich 4 Folgen sein, aber komm. Sonntag nur eine und das passt dann schon. Am 14. und 15. August Videos. Ja, also heute ist der 15., wie ihr es seht. Aber ab nächsten Wochenende sind es dann immer 2 Folgen, wenn ihr Bescheid wisst. Gut, in dem Sinne, dann wie gesagt, mach's nicht gut, mach's besser und bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao. Sich aber ärgern, oder? Ich dachte, jetzt könnte einfach mal nicht die Aufnahme beenden, so was Gemeines. Also, ciao, Leute.